Ja, hallo liebe Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar am Donnerstag, dem 9. April. Es grüßt Christian Kämmerer. Wir sind in einer kleinen Verzögerung gestartet. Es grüßt mal wieder kleine Software-Bugs, aber wir sind jetzt online, das ist das Entscheidende. Und wir sehen hier heute im Fokus aktuell den Euro gegenüber dem japanischen Yen, der unlängst neue Tagestiefs markierte. Ein Grund mehr, sich das Währungspaar doch tatsächlich mal aus der Nähe zu betrachten. Der Euro ohnehin kurzfristig jetzt hier unter Druck geraten. Hatten ja auch gestern dazu eine Analyse zum Euro gegenüber dem australischen Dollar, der hier weiterhin im Abwärtssog verbleibt. Gegebenenfalls kommt dazu heute noch was. Aber wir wollen uns speziell jetzt hier dem Euro gegenüber dem japanischen Yen zuwenden, der hier natürlich sichtlich Schlagseite genießt, dahingehend, dass es sich um eine Situation handelt, die sehr, sehr kritisch in meinen Augen erscheint. Denn der Euro gegenüber dem japanischen Yen hat hier eine konsequente Abwärtsbewegung seit Ende letzten Jahres vollzogen und vollzieht sie noch immer. Es ist noch nicht hier absehbar, wann bzw. ob es hier mal zu einer Bodenbildung jetzt kommt, denn die jüngsten Erholungsversuche, wie wir hier im Tagesschart-Intervall sehen, scheinen mit Wochenbeginn wieder aufgelöst. Wir hatten gestern auch Euro-US-Dollar im Devisenradar in der Beschau und da ging es um ein ähnliches Thema, primär dann hier auch darum, dass es eben so scheint, als hätte der Euro Erholungspotenzial, aber einen wichtigen Widerstandsbereich, nämlich das Level knapp über 1,10, konnte er nicht überwinden. Und beim Euro gegenüber dem japanischen Yen ist dieses Level hier bei rund 1,3090 zu finden. Also relativ ähnlich von der Sequenz her. Deswegen werden wir uns hier auch direkt mal eine Horizontalzone einzeichnen, unter der es jetzt hier gerade für den Euro gegenüber dem japanischen Yen konsequent kritisch bleibt. Soll heißen, es sieht so aus, als dürften hier die Bären weiteren Druck ausüben können. Symbolisieren wir jetzt mal hier diese große Abwärtstrendlinie und hier jetzt durch diese kurzfristige, die eben auch hier mit Wochenbeginn ihre Bestätigung fand. Das ist sehr unschön für alle Bullen, die hier zunächst einerseits auf den Euro und speziell beim Euro gegenüber dem japanischen Yen auf eine Erholung hofften. Denn es sieht hier eher so aus, als könnte der Markt ja, weiter abdriften. Eine Chance hat er allerdings noch, und das sehen wir hier vom Tief ausgehend, dass wir hier eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie haben. Und das ist eben tatsächlich so ein ähnliches Bild wie beim Euro gegenüber dem US-Dollar, wenngleich hier nicht so eine konsequent saubere Aufwärtstrendlinie zu zeichnen ist. Aber hier aktuell eben jetzt genau der Punkt, warum wir Euro gegenüber dem japanischen Yen im Fokus haben. Es kommt nämlich jetzt darauf an, Move or Break, wie es so schön heißt. Entweder können wir jetzt hier davon abprallen und uns hier entgegen des übergeordneten Abwärtstrendes entgegenstemmen und versuchen dann nochmals eine Attacke hier in dem Bereich 130,90, 131,10, also roundabout eben, oder aber der Preis sackt nach unten durch und das kann man hier auch sehr schön symbolisieren durch diesen horizontalen Unterstützungsbereich, den ich jetzt hier mal in den Chart zaubere. So. Sprich hier im Bereich um 128,75 traten hier seit Mitte März grob die Käufer immer wieder auf den Plan. Und wenn wir dieses Level unterschreiten sollten, wäre der kurzfristige Aufwärtstrend und eben das Unterstützungsniveau unterschritten, was in der Konsequenz neue Tiefs einleiten dürfte, die dann hier sicherlich einen Anlauf bis zum Tief vom 13. März bei 126,87 zur Folge haben könnte, zur Folge haben dürfte, um dann natürlich im Umkehrschluss hier auch sicherlich noch weiter abzudriften. Also achten Sie beim Euro gegenüber dem japanischen Yen auf, gerade auch heute auf das Level von 128,75. Euro-Yen aktuell knapp 70 Pips gelaufen. Im Schnitt bewegen wir uns hier in einer Phase um 115, 120 Pips. Das heißt, wir haben eigentlich noch fast das Doppelte an Potenzial, was es hier geben könnte, wenn denn der Markt hier die Lust verspürt, tatsächlich seine Vola auszuschöpfen, seine durchschnittliche. Und dann dürfte es hier unter Umständen, wir sehen es hier gerade, wir sind nahe den Tagestiefs, hier zu einem Ausbruch nach unten kommen, was dann in der Folge natürlich weiteres Abwärtspotenzial verspricht. 128,75, darauf achten. Wir haben dann hier auf Wochenbasis, ganz kurz bevor wir in den Stundenchart gehen, hier dann auch noch die Möglichkeit einer leichten Unterstützung bei 125. Das wäre dann praktisch das nächste Korrekturziel im Sinne neuer Mehrwochentiefs. Sehen Sie hier diese Zone im Bereich 125,15 wäre dann definitiv die nächste Adresse, die nächste Hausnummer für alle Bären im Sinne einer dann sich ausdehnenden Abwärtsbewegung. Euro-US-Dollar jetzt hier auch unlängst mit neuen Tagestiefs. Es knallt hier weiter auf den Euro drauf und das ist natürlich eine Situation, die auch den Euro oder die auch den Euro gegenüber dem japanischen Yen unter Druck setzt. Schauen wir uns das jetzt mal an den Stundenchart Intervall genauer an. Hier sehen wir erstmal eine grobe Seitwärtsrange seit Mitte März.
beziehungsweise seit Mitte, Ende März. Und wir haben es hier eben oben nicht geschafft, das Level um 130, 90, 131, 10 zu überwinden. Das ist auch hier sehr schön im Stundenchart natürlich identifizierbar, lokalisierbar. Und genau dieses Level ist es aber, worauf es jetzt letztlich ankommt. Wenn die Bullen hier nochmal einen Ausbruch versuchen wollen, alles unterhalb dessen bleibt kritisch. Und jetzt sehen wir eben hier einen sehr, sehr sauberen Abwärtstrend, den wir auch hier sehr schön einfangen können. So. Machen wir einen Bear Channel draus. Und wir sind jetzt am Support Level 1 und an dieser unteren Trendlinie des Abwärtstrendkanals seit Anfang April, speziell hier seit dem 6.4., seit Wochenbeginn. Insofern könnte es jetzt hier eine technische Gegenreaktion geben, temporärer Art, kurzfristiger Natur, ein kleiner Erholungsimpuls hier in Richtung, ja, der Vorstundentiefs. Wir haben hier im kurzfristigen Segment hier den ersten Widerstandsbereich zu sehen. Das heißt, hier dürfte Euro-Yen spätestens abtreten, wenn wir jetzt eine Erholung sehen. Und das wäre dann auch eine sehr, sehr schöne Zone, um hier, falls es den Erholungsimpuls gibt, nochmal Short-Engagements aufzuladen. Gar keine Frage. Das sieht interessant aus für den Fall, dass der Markt tatsächlich hier unten abprallt, jetzt nach oben nochmal kommt, um dann hier letztlich mit dem weiteren Tagesverlauf neue Tiefs auszubilden. Das jetzt hier also ein ganz frischer Widerstand, 129,35 auf Stundenbasis. Wenn dieser angelaufen werden sollte, würden sich hier Short-Engagements empfehlen, um im weiteren Verlauf dann praktisch auf eine Korrekturfortsetzung innerhalb dieses Abwärtstrendkanals zu setzen und dann möglicherweise natürlich auch auf, wenn wir dann insbesondere hier auf Tagesbasis diese Abwärtstrendlinie sauber durchbrechen. Und dann hier eben 128,75 unterbrechen, sogar aus diesem möglichen Intraday-Trade vielleicht sogar einen Swing oder Positionstrade zu machen. Sehr, sehr interessant jedenfalls, Euro-Japanisch-Yen im Fokus halten. Euro, wie gesagt, mit Schlagseite. Man darf sehen, ob er nochmal die 1,05 ansteuert. Was dann dort passiert, muss zeitnah bewertet werden. Gegebenenfalls gibt es hier auch einen kleinen Fake-Out, um wirklich auch den letzten Bullen abzuschütteln, bevor es dann nach oben geht. Sie kennen die grundsätzliche Meinung meinerseits, dass der US-Dollar hier durchaus mal eine temporäre Pause erfahren dürfte und sollte und die technischen Voraussetzungen sind oder ja, mittelfristigen Gegebenheiten eigentlich ganz, ganz gut zu sehen. Warten wir ab, was uns der Preisschart sagt, denn das ist die einzige Realität. In dem Zusammenhang sage ich danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Später dann nochmals das JFD Live Trading TV zum DAX. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.